Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video zeige ich dir mal, wie man sich hier dieses coole Waschbecken selbst macht. Und das Besondere ist das Finish, denn das ist kein Lack oder irgendwie ein Harz, dass das ganze Waschbeckenprinzip zu ist, dass die Holzoberfläche geschlossen ist. Das ist mein eigenes Finish, da zeige ich dir, wie ich das aufbringe, dass das gegen Wasser resistent ist und ihr halt einfach das benutzen könnt, um darin dann auch richtig zu spülen. Außerdem siehst du dann einfach noch später, wie das Ganze hier funktioniert. Und es ist einfach ein schönes Projekt. Du siehst noch den Abwassertank, den habe ich auch selbst gebaut. Das siehst du alles am Schluss. Und wenn du wissen möchtest, wie man das hier selbst macht, musst du einfach nur am Video dranbleiben. Ich wünsche dir viel Spaß beim Video. Aber bevor ich damit anfange, sage ich euch kurz, warum ich mich so ein bisschen komisch anhöre. Ich habe heute erst die Fäden gezogen bekommen von meiner Weisheitszahn-OP. Und hier unten ist es auch noch so ein bisschen dicker, deswegen kann ich noch nicht so richtig sprechen und deswegen höre ich mich in dem Video heute auch so ein bisschen komisch an. Wenn du noch ein paar mehr Informationen dazu möchtest, folgst du am besten meinem Kanal, da wird jetzt bald eine Folge Neuigkeiten geben. Da gibt es auch ein paar witzige Bilder für euch. Für euch witzig, für mich nicht ganz so witzig, für mich eher peinlich. Für unser Waschbecken werde ich hier oben hier diese Buchenholzbohle holen. Das müsste auch genug sein und ich hole mir auch das Holz. Ich sehe ja gar nichts. Ich werde auch diese Bohle hier holen, weil die schon seit circa einem Jahr oben hier liegt und aus dem Grund richtig schön trocken ist. Und für dieses Waschbecken brauchen wir ein richtig schön trockenes Holz. Autsch. Das Besondere an der Schüssel, an dem Waschbecken wird auf jeden Fall das Finish sein. Denn das ist mein eigenes Finish. Ich will das nämlich relativ natürlich belassen und nicht so viel mit irgendwelchen Chemikalien herangehen. Deswegen werde ich da mein eigenes Finish holen. Damit werdet ihr das aber auch wasserabweisend hinbekommen. So, als nächstes müssen wir die Hobelmaschine umbauen zur Abrichte. Zack, so schnell geht es schon. Weil also irgendwie ist gerade was hier am Exzenter kaputt gegangen. Wahrscheinlich ist es nur in der Extender eine Einstellung, aber das ist komisch. Weil normalerweise drückt man hier so runter, damit der Abrichttisch fest ist. Der da halt jetzt nicht mehr. Aber wir werden das Holz jetzt trotzdem mal abrichten. Dazu stelle ich mir jetzt als erstes mal die Breite ein. So, das haben wir schon. Und jetzt noch die Höhe vom Anschlag, dass wir das Holz ganz sicher und drunter durchschieben können. So, und das war's auch schon. Ganzen Stücke auf dicke gehobelt und das Ergebnis sieht auch schon ganz gut aus. Jetzt werde ich sie auf breite schneiden, damit ich sie gleich einfacher verleimen kann. Denn manche sind noch ein bisschen breiter und manche halt eben ein bisschen schmäler. So, dann jetzt können wir auch schon die ganze Geschichte mal verleimen. Ich habe jetzt hier noch zwei Eichenstücke zurechtgehobelt. Die werden dann ganz nach außen kommen, damit ich hoffentlich auf mein perfektes Maß komme für den Schalenrolling-Prinzip. Und hier habe ich ein Stück, da muss ich ein bisschen aufpassen, denn da ist ein Ast. Da muss ich dann später beim Drechseln schauen, wie ich da drumherum arbeiten kann. Jetzt werden wir erstmal überall Holzland drauf machen, dass wir das Teil verleimt bekommen. Ich benutze dazu ganz einfach einen Wasserlack. Ich habe euch das mal unten verlinkt. Auf meiner Webseite findet ihr jetzt auch alles, was ich hier in den Videos immer so benutze. So, guten Morgen. Für mich geht es jetzt am Waschbecken weiter. Ich merke, ich kann langsam immer wieder besser sprechen, aber es ist immer noch ein bisschen komisch. Und ich habe jetzt vor kurzem ein eigenes Video hier über die Bandsäge gemacht. Da geht es um Blattverlauf. Da habe ich auch hier diese Blattführung überarbeitet. Und ich werde es euch nur jetzt in diesem Video sagen. Ich werde ein breiteres Band holen. Das war nämlich wahrscheinlich das Problem, warum das immer verlaufen ist. Das hier war viel zu fein.
Wird aber dann eher noch ein eigenes Video dazu kommen. Nur jetzt werde ich erstmal ein breiteres Band holen. Lange Rede, kurzer Sinn mal wieder. Die Schnitte sind auf jeden Fall schon gerade. Mit dem Band kann ich echt richtig gut gerade Schnitte machen. Das ist schon mal schön fein. Aber kurvige Schnitte, muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Ich habe hier gar nichts mehr hier oben in der Werkstatt. Mir hat erst vor kurzem noch jemand geschrieben, dass sich mein Schlagschrauber hier anhört wie ein Terminator. Da muss ich dir, glaube ich, recht geben. Passt hier mal ein bisschen auf. Bei so hartem Holz können euch durchaus mal die Schrauben abreißen. Ich freue mich ohne Witz so extrem auf dieses fertige Waschbecken. Das wird so cool später aussehen. So, habe ich jetzt alles mit Silberkleid angeschmiert. Außer hier den Kameraden. Also im Prinzip ist das ja auch eine normale Holzschale. Nur die spätere Endbehandlung, die wird halt ein bisschen spezieller sein. Ihr habt gesehen, ich habe hier so einen richtig aggressiven Schnitt gemacht, aber ihr seht schon, das Holz sieht richtig genial aus. Also dieses Waschbecken, das wird einzigartig. Ich muss natürlich die Geschwindigkeit jetzt ein Stückchen hochdrehen, aber ich habe jetzt extra mal so einen richtig guten Schnitt gemacht, damit ich euch zeigen kann, wie richtig schön dieses Waschbecken jetzt schon aussieht. Wie gesagt, ich werde die Geschwindigkeit jetzt ein bisschen hochbringen und dann werden wir auch hier so die finale Form schon mal dran drechseln und die Oberfläche ist auch schon sehr, sehr gut. Aber bevor wir dann den finalen Schnitt machen werden, werden wir das Eisen auch nochmal schärfen. Da seht ihr auch gleich, dass das hier schon ein bisschen aufs Material geht. Normalerweise sagt man beim Drechseln so, am Schluss ist halt der finale Schnitt. Das hier war noch nicht der finale Schnitt, denn hier sind ja noch ein paar Kerben, da muss ich noch ein bisschen Material wegholen. Ihr habt auch gesehen, dass ich immer in so Zentimeterabteilen geschnitten habe. Ich habe als erstes 4 cm Material weggenommen und habe dann nochmal so einen Millimeter weggenommen. Das liegt nicht nur an der Oberfläche. Wenn ihr das so macht, habt ihr eine bessere Oberfläche. Ihr müsst nicht so oft die Messauflage umstellen. Ihr könnt auch so ein bisschen euer Werkzeug schonen, wenn ihr nicht so große Schnitte wegnimmt. Ich weiß nicht, wie gut man es erkennen kann, aber das hier war jetzt schon nach ein paar Schnitten. Ihr seht, dass vorne die Schneide relativ dunkel wird, weil das schon sehr warm wird, weil das gutes Hartholz ist. Aus dem Grund habe ich jetzt auch nicht den finalen Schnitt gemacht, denn beim finalen Schnitt will ich nochmal ein ganz frisch geschärftes Werkzeug haben. Das hier habe ich jetzt, bevor ich diesen Schnitt hier gemacht habe, einmal auf der Lederscheibe abgezogen. Wie ich meine Werkzeuge überhaupt scharf mache, findest du oben rechts im Video. Und ich muss jetzt hier noch ein bisschen Material wegholen und dann werden wir erstmal hier unten den Fuß bearbeiten und den finalen Schritt, darum kümmern wir uns dann gleich noch. Und hier konntet ihr jetzt auch nochmal gut erkennen, das hier war ein Paradebeispiel, welche tolle Oberfläche ihr direkt beim Schneiden, beim Drechseln erhalten könnt.
wenn ihr mal so ein bisschen mit den Winkeln von eurem Eisen ausprobiert. Normalerweise hält man das Eisen ja relativ schräg hier an. Aber dadurch, dass ich das jetzt so schräg, so steil hier angehalten habe, habe ich hier wirklich einen richtig schön gekringelten Schnitt. Das könnt ihr auch mal so daheim ausprobieren, wenn ihr das Holz dann von Hand dreht. Wenn solche Späne entstehen, kann die Oberfläche nur gut werden. Richtig toll. Ich habe meine ganzen Umluftfilter hier schön laufen, denn das Holz ist so trocken und da ist dann so viel Staub in der Luft. Das ist dann schon gut, wenn man diesen ganzen Staub dann aus der Luft rausbekommt. Ich habe jetzt hier einen Siphon. Als ich das Teil gekauft habe, wollte ich eigentlich im Internet schauen, ob ich was finde. Da denke ich mir so, wie schreibt man eigentlich Siphon? Wüsstet ihr es direkt auf Anhieb, wie man Siphon schreibt? Gerade ich bin der Saarländer, da sagt man dann Siphon. Nicht Siphon, Siphon, sondern Siphon. Ah, kein Wunder. Das ist manchmal so schwierig mit den deutschen Wörtern. Auf jeden Fall haben wir hier unten dieses Kupplungsstück. Das müssen wir jetzt an unsere Schale, an unser Waschbecken anpassen. An unser Siphon. Ich möchte, dass dieser Kunststoffring so ein bisschen im Holz eingelassen ist, dass der auch so eine Führung hat, damit das auch definitiv alles hier unten in dieses Teil reinläuft. Ja, das Teil war eine absolute Punktlandung. Ich werde mich da jetzt langsam mit ein paar Schabern dran arbeiten, damit ich dann einen schönen, sauberen Sitz bekomme. Ganz ja eben nur geschrubbt, deswegen war die Oberfläche nicht so wichtig, aber jetzt soll das Ding richtig, richtig brutzelig scharf sein und aus dem Grund poliere ich das noch schnell, das ist wie noch eine noch feinere Körnung, deswegen mache ich das, dann könnt ihr gleich einen noch besseren Schnitt erzielen. Ich habe jetzt auch eine Webseite, die habe ich hier unten mal verlinkt. Da findest du auch das ganze Drechselzeug, was ich hier benutzt habe. Wenn du da irgendwelche Vorschläge hast, wie ich die Webseite so ein bisschen strukturieren kann, damit das dir gefällt, kannst du mir das gerne mal schreiben. Aber es wird sich noch einiges ändern. Also auf der Webseite, zum Guten natürlich. Jetzt kommt der wichtigste Schnitt von dem ganzen Waschbecken. Sieht schon mal schön aus. Jetzt natürlich die Messerauflage schön nachstellen, dass der Schnitt genauso gleichmäßig weiterlaufen kann. Jetzt noch eine Methode, das ist auch ein sehr, sehr schöner Schnitt, das könnt ihr auch mal zu Hause ausprobieren, aber da müsst ihr echt gut aufpassen. Und zwar setzt ihr euer Werkzeug hier echt richtig steil an und könnt ihr dann einen richtig feinen Schnitt ablegen. Ihr habt die Methode jetzt mal gesehen, die Oberfläche ist auch richtig gut. Von Ausrissen kann man hier gar nicht sprechen. Schleifen werden wir das Ganze ja gleich jetzt noch ein bisschen, nicht viel. Aber das könnt ihr zu Hause mal speziell bei Linde ausprobieren, da funktioniert dieser Schnitt richtig schön. Da bekommt ihr ein richtig gutes Ergebnis. Ich würde sagen, jetzt hier war das mit
dem finalen Schnitt, den wir davor gemacht haben, ein bisschen besser. Aber das hier ist auch richtig gut. Aber ihr habt jetzt nochmal beide Varianten gesehen. Schaut euch immer mal die Späne an. Das waren die Späne von gerade. Und das waren die Späne von dem finalen Schnitt. Das sind ja beides finale Schnitte. Jetzt brauchen wir natürlich noch einen starken Prozess. Denn das wollen wir ja irgendwie spannen. Und da werde ich euch mal eine interessante Methode zeigen, wie man auch einen Rezess anbringen kann, den man dann auch später nicht mehr sieht. Ich habe mir jetzt die Maße von meinem Rezess hier rangebracht. Da werde ich jetzt dran kratzen, bis diese zwei Striche dann parallel sind. Da muss ich noch ein bisschen rüber. Das passt einigermaßen. Und da werden wir jetzt einen Rezess Schenkenschale reinbringen. Deckel natürlich. Werde ich euch mal zeigen, wie es aussieht, wenn man diesen Rezess hier spannt. Wir haben jetzt hier einen richtig feinen, großen Rezess, den man spannen kann. Den sieht man später bei der fertigen Schale nicht, bei dem fertigen Waschbecken. Und wir haben hier noch einen schönen Kranz, wo wir das Waschbecken auch später noch festschrauben können. Ich habe die Schale jetzt bis 320 geschliffen, werde sie jetzt erstmal wässern. Da gibt es auch ein eigenes Video, warum ich das mache. Das hat einfach was damit zu tun, dass, falls da später Wasser drauf kommt, die nicht mehr rau wird. Und so seht ihr jetzt auch schon mal, wie schön das Waschbecken später aussehen wird. Jetzt kommen wir, glaube ich, zum Interessanten an der ganzen Sache. Und zwar, was für ein Finish benutzen wir da? Man kann Harz benutzen. Ganz klar, habe ich mir am Anfang überlegt, dass ich das benutze. Aber da habt ihr immer so ein Problem. Mit Harz verschließt ihr eine Oberfläche, da kann das dann nicht mehr arbeiten. Falls ihr irgendwo eine Stelle dann an der Schale nicht mit Harz bedeckt und da dann Wasser drauf kommt, wird das Holz anfangen zu arbeiten und es kann Risse bekommen. Wenn ihr ein Stück feuchtes Holz lackiert und das rausstellt, wird das solche schwarzen Fugen bekommen. Das habt ihr vielleicht auch schon gesehen. Deswegen werde ich mein eigenes Finish benutzen. Das ist ein lebensmittelechtes Finish. Ihr könntet ein anderes Finish benutzen, das da muss ja nicht lebensmittelecht sein, aber das ist für mich auch wieder so die, wie nennt man das? Ich will euch einfach zeigen, was dieses Finish einfach alles kann. Ich werde das auch für meine Küchenplatte, für mein Besteck, ich möchte mir noch Besteck drechseln, werde ich das nämlich auch benutzen. Das gibt es in meinem Shop, glaube ich, noch nicht, wenn das Video draußen ist, oder vielleicht auch schon. Da könnt ihr euch das Ganze holen, das mische ich zu Hause selbst an. Ich zeige euch mal eine Dose. Ich habe über Jahre hinweg das immer so ein bisschen abgeändert. Natürlich sieht das Finish, was ich dann verkaufe, nicht so aus wie das hier. Das ist ganz frisch. Wie gesagt, schaut euch einfach die Bilder an. Da seht ihr auch vielleicht, glaube ich, ein Informationsvideo. Aber das ist mein Finish und ich zeige euch jetzt, wie ihr das anwendet. Und es ist nämlich sau einfach. Bevor ich das Finish jetzt aufmache, zeige ich euch nämlich noch was. Falls ihr nämlich einen kleinen Patzer am Holz habt, ist das auch nicht so schlimm. Das sehen wir hier nämlich. Hier haben wir ein paar feine Löcher von einem Holzwurm. Die werden wir gleich nicht mehr richtig sehen, weil das Wachs diese Löcher hier schön zusetzen wird. Wir nehmen uns jetzt eine fette Ladung Wachs. Da könnt ihr auch Papier holen, aber so ein Baumwolllumpen ist eigentlich immer ein bisschen besser. Das haben wir jetzt hier auf und verteilen es erstmal dick auf der ganzen Holzschale. Ich habe die Mischung auch extra so gewählt, dass das an so einem Lumpen gut hängen bleibt. Denn das ist immer nervig, wenn das zu flüssig ist, dann läuft es runter. Und so bleibt das dann noch schön an der Holzschale hängen. Und ihr solltet so viel drauf machen, dass das wirklich so ein bisschen glänzt. Ihr seht, hier ist jetzt so richtig eine Wachsschicht drauf. Ihr seht die ganze spätere Schale. Das Waschbecken ist jetzt schön eingerieben. Und da ist jetzt so ein richtiger Film drauf. Jetzt kommt das Interessante. Jetzt werden wir die Maschine schneller laufen lassen. Wir werden den Lumpen hier richtig schön fest drauf drücken, denn dann fängt das an zu schmelzen. Und speziell im Stirnholz wird das richtig schön ins Holz einziehen. Das zeige ich euch jetzt mal. Ich mache die Maschine jetzt mal aus. Man kann die Schale schon anpacken und es ist schon sehr schön eingezogen. Jetzt hole ich mir immer ganz gerne ein paar Drechselspäne und halte die noch dran, dann können sie noch einmal polieren.
Und jetzt haben wir hier eine richtig, richtig schöne Oberfläche. Das Ganze ist schön glatt. Und jetzt seht ihr auch hier schon diese ganzen Holzwürmer. Man kann sie natürlich noch erkennen, weil das ist ein extremer Kontrast. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel feine, feine Haarausrisse hier an den Stirnholzseiten habt, da könnt ihr dann hier sieht man so ein ganz klein wenig, da könnt ihr das dann mit dem Wachs vollpacken und das sieht man dann nicht mehr so gut. Das ist die Außenseite, da werde ich jetzt nur eine Schicht drauf machen. Auf die Innenseite werde ich später zwei Schichten oder auch drei Schichten drauf machen. Jetzt habe ich hier ein Werkzeug, das haben bestimmt von euch einige nicht. Das ist auch gar nicht mal so sinnvoll, wenn ihr nur mal eine Schale drechselt. Das ist ziemlich cool, wenn ihr viele Schalen drechselt. Das habe ich nämlich vor etwas, etwas längerem getan. Damit könnt ihr nämlich eine Schale von innen aus drechseln. Das ist echt cool, wenn ihr Grünholzschalen vordrechselt. Aber man kann es auch natürlich dafür benutzen und dann kann ich vielleicht daraus noch eine andere Holzschale machen. Ich gehe in diesem Fall lieber ein bisschen auf Nummer sicher, weil ich will den ganzen Rohling, falls ich ihn jetzt versaue, nicht nochmal neu machen. Ihr könntet da normalerweise echt noch ein bisschen mehr aus der Schale rausholen, aber wie gesagt, ich gehe jetzt in dem Fall echt auf Nummer sicher, denn ich möchte, dass das Waschbecken fertig wird. So, wir haben hier einen Radius bei diesem Austria von 15 cm und ich habe ja hier einen Punkt, wo ich hin möchte. Das in dem Fall sind das 9 cm Tiefe, will ich jetzt eine Schale rausholen. Das bedeutet, ich brauche hier zum Drehmittelpunkt noch 6 cm. Das ist der Fall. Und den können wir jetzt feststellen. Jetzt weiß ich das. Ah. Ah, okay. Okay. Ihr seht, ich habe jetzt innen drin das Material rausbekommen. Es hat jetzt nicht so schön funktioniert, weil einmal ist die Schraube unten, da ist so eine Schnellschraube unten dran, die habe ich nicht richtig festgezogen. Da hat sich die Einstellung verselbstständigt, ist jetzt aber nicht wirklich weiter tragisch. Das hat ja richtig gut trotzdem funktioniert. Das hat mir jetzt ein bisschen Zeit gespart, hat mir ein bisschen Abfall gespart und jetzt kann ich die Innenseite von Hand fertig drechseln. Oh, das sieht aber geil aus. Und jetzt ist schon fertig. Und wie du es festmache? Oh, mit Holzschrauber, guck mal hier drin. Ich habe die Wüste auf den Rand. Randtron mache. Nee, nee, das kommt auf und drauf. Ah, das kommt auf und drauf? Hm? Ah, das wird drauf. Ich höre, das wird ausgeschnitten. Jetzt kommt natürlich wieder das Beste und zwar das Finish. Hier werde ich dann später, wenn die Schale auch dann in der Küche eingebaut ist, werde ich immer mal wieder auch Wachs drüber machen. Das muss natürlich sein, damit das dann auch über auch eine richtig lange Zeit immer auch wirklich mal schön aussieht und auch natürlich schön wasserbeständig ist. Wann ihr gerade was frisch geölt habt oder so, müsst ihr echt aufpassen, dass ihr nicht so wirklich dreckige Finger habt. Am besten würdet ihr jetzt auch kurz einziehen lassen. Ihr könnt es natürlich in die Hände holen. Aber wenn ihr nicht so gut gedrechselt habt, kann es halt sein, dass ihr Dreck ins Finish so ein bisschen reinreibt. Das wäre halt sehr ärgerlich. Aber ich muss jetzt einfach hier das Halbzeug mal anbringen, denn ich will einfach sehen, wie es aussieht. Einfach nur geil. Ich werde jetzt weitermachen. Habe ich Autofokus drin? Natürlich muss das Waschbecken irgendwo draufgeschraubt werden. Und das habe ich in einer anderen Folge, da habe ich noch ein bisschen mehr am Bus noch gemacht. Habe ich als mal hier mit angefangen. Das ist meine Küchenplatte. Da seht ihr noch das Harz. Und das werden wir in dieser Folge heute auch mal noch runterschleifen. Denn das Waschbecken muss da so schnell wie möglich heute noch drauf. Denn ich will wissen, wie das aussieht.
jetzt kann ich schauen, wie viel Wasser ich im Frischwassertank drin habe. 5%. 7. Boah, da muss ich noch ein paar Mal auffüllen. So, ihr seht, ich habe jetzt alles fertig eingebaut. Die Küchenplatte ist zum Glück schon festgeschraubt und das Waschbecken ist auch schon an seinem Endplatz. Und es funktioniert auch sogar schon ganz gut. Hiermit kann ich das Waschbecken ein- und ausschalten. Der hat auch einen Druckregler, wenn da genug Druck aufgebaut ist und hier kein Wasser läuft, dann schaltet die Pumpe auch automatisch aus. Hier mit diesem kleinen Extender kann ich das Ganze dann steuern. Und da läuft sehr, sehr gleichmäßig Wasser sogar raus. Das Wasser läuft dann hier unten durch den Abwasserschlauch. Wir haben hier unten auch einen kleinen Siphon, damit der Tank nicht nach oben raus stinkt. Ich habe dieses Waschbecken jetzt schon ungefähr 4 oder 5 Tage eingebaut und habe halt schon sehr, sehr vielen Leuten gezeigt, wie gut es mit dem Wasser hier funktioniert. Und das Finish ist auch sehr, 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 sehr gut. Wir haben lediglich hier ganz unten, hier bleibt das Wasser halt ein bisschen drin stehen. Ich habe es aber extra mal drin stehen lassen, um zu schauen, was passiert. Das Ganze wird ungefähr, hier sieht man, hier saugt das Holz das Wasser ein bisschen auf. Aber nach ein paar Stunden ist es dann wieder wie hier überall relativ trocken. Mit dem Wasserhahn hier bin ich auch mega zufrieden. Da habt ihr eine schöne Höhe. Ihr könnt auch noch was unterm Wasserhahn sauber machen. Und ihr könnt auch einfach so ein bisschen rüberdrehen und könnt das Wasser hier an der Seite reinlaufen lassen. Das war bei meinem alten Waschbecken nicht ganz so optimal. Jetzt habt ihr gesehen, wie ich ein Waschbecken selbst gedrechselt habe. Und vor allen Dingen auf das Finish bin ich richtig stolz. Es funktioniert jetzt schon richtig gut. Natürlich ist das ein Finish. Das ist ein Wachsöl-Gemisch. Das muss man mit der Zeit auch mal wieder später drauf machen aus Waschbecken. Aber ich habe es jetzt schon echt oft benutzt und es funktioniert richtig gut. Das Wasser perlt schön ab. Das könnt ihr bald kaufen. Das mache ich selbst. Das ist aber derzeit noch nicht erhältlich. Erst ab ca. 8. Mai. Dann gibt es das auf meiner Webseite. Die habe ich euch aber trotzdem als mal unten in der Beschreibung verlinkt. Falls du noch eine Frage zu meinem Finish oder zu meinem Waschbecken hast, dann kannst du das sehr, sehr gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich werde versuchen, allen zu antworten. Ich kann es leider nicht versprechen, aber ich gebe mein Bestes. Das soll es dann für heute gewesen sein. Ich bedanke mich bei dir, dass du bis jetzt am Video dran geblieben bist. Und ich sage jetzt einfach mal Tschüss und wünsche dir noch ein schönes Wochenende.